Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fracture Space. Zurück zu einer neuen Folge. Heute mal mit der Sentinel plus einen Ultimate Skin, der mir auch sogar tatsächlich überaus gut gefällt. Auch wenn mir dieses Schiff dann mehr irgendwie an ein Zarek-Schiff erinnert. Keine Ahnung warum, aber irgendwie ist es so. Mist. Alle Leute sind zu Beta. Okay, fast alle Leute sind zu Beta. Okay. Das ist ja jetzt nicht so prickelnd. Aber okay. Sieh es ein. Können wir hier hoffentlich genug rushen. So. Mal gucken, wie viel ich noch mit der Zarek, Sentinel meine ich natürlich. Ich frage mich, mal schauen, wie viel ich noch mit der Sentinel gebacken kriege. Vielleicht habe ich es noch mit dem Schiff ganz gut drauf, eventuell nicht. Eventuell werde ich gnadenlos verkacken. Komm. Endlich. Machen wir uns jetzt mal um das Schiff da. Wobei wir hier aufpassen müssen, dass uns das nicht abhaut. So. Schön, schön. Gibt euch jetzt noch das Teil und dann können wir. Dann können wir jetzt schon sofort dort durch. Ja, nice. Okay. Ja, das wird schon eingenommen. Das wird schon eingenommen. Hier. Los geht's. Die Teile kann man ja leider nicht mehr kaputt machen, was ich sehr schade finde. Geht einfach nicht mehr. Und dann. Wer da unten ist Sentinel? So. Mist. Das war jetzt nicht so praktisch. Na komm. Mal etwas mehr auf Distanz. Könnte knapp werden. Wir machen mal, ich frag mich, ob das was bringt. Wird höchstwahrscheinlich nichts bringen, aber machen kann man es trotzdem. Der ist auch weg. Kommen wir uns jetzt mal um das Schiff. Meine Güte. Kommen hier aber noch die ganze Zeit nach. Das gefällt mir nicht. Das ist kontraproduktiv, meine Freunde. Wir müssen auch aufpassen wegen Gamma. Sollten wir ja auch noch einnehmen. In einer Minute ist das ja auch gleich schon. Und eine Minute ist nicht lange. Das ist überhaupt nicht lange. Ja, schön. Okay. Einmal auf als Heck gehen. Dann hoffen, dass wir so schnell wie möglich respawnen, damit wir dann sofort zu Gamma springen. Ja, wir werden das schaffen. Okay. Woraus besteht denn so unser Team eigentlich? Okay, wir haben eine Leviathan, eine Paladin. Eigentlich sollte die Paladin bei der Leviathan sein. Eine Reaper. Und das Schiff, naja, ist zwar ganz nett, aber ich mag es jetzt auch nicht so sehr. Ja, ich gehe zu Gamma. So. Wo sind die großen, wichtigen Schiffe? Da hinten haben wir eins. So, schön. Können wir uns ja gleich abschminken. Dann können wir hoffentlich wenigstens diesen Schiffen den Gamma-Bonus wegnehmen. Dann laufen die wenigstens damit nicht durch die Gegend rum, weil das ist mindestens genauso nervig. So. Wir sollten uns gleich mal um die Sentinel da kümmern, die da bei den Gegnern ist. Die gefällt mir nämlich nicht. So, dann geh mal drauf.
Okay, und jetzt hier auf die. Die muss weg. Bis hier nicht sonderlich erwünscht. Schön ist immerhin, dass die selbst mit dem Gamma-Bonus hier kaum bis gar nichts hinkriegen. Das ist etwas, was mir tatsächlich mehr als sehr gut gefällt. So, dann kommen wir hier mal so ein bisschen schnell als Support. Ich hoffe, ich störe hier nicht. Also meinem Teamkameraden werde ich auf jeden Fall nicht stören. Ach lustig, hier ist ja noch meine Boje, die ich gesetzt habe. Das ist ja süß. So. Ich würde gerne, bevor wir noch jumpen, würde ich gerne dieses Schiff hier noch Platz machen. So, das machen wir gerne. So. Okay, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht mehr. Also das schaffe ich vor allem nicht mehr. Außer, nee, doch, wir können es schaffen. Der Paladin sei Dank. Ist der mitunter nervigsten, also nein, nicht mitunter, das nervigste Schiff, die. Paladin ist das nervigste Schiff einfach. Das kann nämlich im Alleingang komplette Kämpfe entscheiden. So nervig. Okay, was heißt mehr oder weniger im Alleingang? Es braucht natürlich noch ein anderes Schiff. Aber... So, ihr wisst schon, wie ich das meine. So, das war das Schiff. Kümmern wir uns hier um das nächste. Wenn ich mal treffen würde. Das ist ja... Die Sache ist die... Dieses Schiff hat ja schon Aim-Missiles, ne? Also Raketen, die den Gegner verfolgen. Aber selbst dann schaffe ich es nicht, den Gegner zu treffen. Ist ja auch so ein Kunststück für sich, würde ich ja schon fast sagen. Okay. So. Dass man da immer erstmal diese fetten... Verteidigungsschiffe wegmachen. Die können so hohen Damage stehlen. Naja, dafür sind sie aber auch eigentlich da. Dementsprechend. Ich frage mich, ob irgendwann mal auch ein Heavy Defender, Heavy Attacker eingefügt wird. Und ich frage mich dann wirklich, wie der aussehen würde. Also was der dafür Stats hätte. Dann müsste ja fast schon ja die gegnerischen Schiffe one-hitten können. Was eigentlich auch ziemlich geil wäre. Irgendwie so eine Attacke, die... Das, wie bei der Leviathan irgendwie so ein Strahl oder so eine Rakete ist, die straight in eine Richtung fliegt und wenn sie den Gegner trifft, ist es ein One-Hit. Dafür braucht es aber irgendwie 3 Minuten Nachladezeit. Also lässt sich circa nur einmal immer benutzen. Das wäre ja auch mal eine nette Idee. So. Ich schaue mir uns nur noch kurz an, wie so die Sets sind. Und dann... Ich finde diese Bilder immer noch schön. Ja, komm, zeig mal. Zeigen, zeigen, bitte zeigen. Ja, geht eigentlich. Und dann jetzt, ciao, bis zur nächsten Folge, auf Wiedersehen.